Hallo, liebe Radreisefreunde. Ich bin schon auf der Strecke nach Süd. Will erstmal nach Chur. Dann weiter zu meiner Unterkunft. Wo? Das wird aber noch nicht verraten. Gleich um die Ecke von Bad Ragaz, direkt an der Autobahn, befindet sich Heideland. Dafür bin ich aber nun doch etwas zu alt und biege gleich am Rheinufer ab. Pedale flussaufwärts, linkerseits, natürlich erstmal möglichst abseits. Die heutige Tagesetappe ist nicht die Welt an Entfernung. Das Wetter einfach klasse. Kaum Wind. Das Leben ist schön. Jedenfalls im Moment. In Langwart allerdings will ich einen Abstecher in das Fashion Outlet Center machen. Nicht, weil mich Möbelklamotten anmachen, sondern weil das auf der Karte als Anlage cool aussieht. Zudem habe ich heute genug Zeit auf der Strecke. Scheint ganz neu zu sein. Blickt sauber, wirkt schon fast etwas steril. Anschließend suche ich den Anschluss an den EV15. Zwischen Unterwas und Haldenstein dürfen auf diesen toll angelegten Rastplatz mit Grillmöglichkeit. Ich rolle hier in Haldenstein ein, denn ich habe mich unterwegs spontan entschlossen, wenigstens eine der drei Burgruinen zu besuchen. Eigentlich wollte ich mich für morgen schonen, aber ein paar Höhenmeterchen zur Übung können nicht schaden. Naja, ein ganz lustiger Steinhaufen, mit vielen Bandagen zusammengehalten. Na schön, wenn ich jetzt schon mal oben bin,
Dann schaue ich mir auch noch diese tolle Burg auf dem Felsvorsprung an. Oh, Überraschung. Ich bin gar nicht alleine hier oben. Hallo. Grüß euch. Nun, für diese grandiose Aussicht kann man die Plackerei schon mal in Kauf nehmen. Unnötigerweise bin ich auch noch zur Ruine Grottenstein, eher ein Steinhaufen, aufgestiegen. Eine wahrhaft alpine Anstrengung. Jo. Nach ein paar Bildern von der Strecke fahre ich in Chur ein. Und gleich mal verblüfft mich dieser Bahnhof. Wie aus dem Ei gepellt. Nichts vermüllt, keine Bierflaschen, keine Abhänger. Uff, ich bin in einer anderen Welt. So scheint es jedenfalls. Ich sehe mir also ein wenig Chur an. Auffällig, die Stadt ist sowas von sauber, fast schon penibel. Die Fremdenführerin erzählt mir, dass sie ihr einen Strafzettel von 20 Franken ans Rad geheftet haben, wegen unangemessenen Abstellens. Heute genehmige ich mir mal einen Kaffee. 4,50 Franken die Tasse und 5 Franken der Kuchen. Schluck! Immerhin, der Kuchen ist sehr, sehr lecker. Ich habe mich mittlerweile im Migros mit Essen eingedeckt. Zeitgleich hat das am Fahrrad eingesteckte Ministativ ein Eigenleben entwickelt. Naja, 4 Euro schon bisher. Da kann man nicht klagen. Hauptsache, das Reparaturzeug ist noch da. Weiter geht es auf dem EV15, ab Felsberg wieder linkerseits des Rheins. Eine Strecke, die ganz klasse zu radeln ist. Jedenfalls kommt mir eine ganze Schulklasse entgegen. Ach ja, die Schweizer Langsamkeit. Schade, dass ich hier mal einen Zug überhole.
Nun denn, Leute, es wird wohl Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Denn hier werde ich den EVA 15 verlassen und mich erstmal in den Wald schlagen. Ich werde mich nun auf dem lokalen Radweg Nummer 6 begeben, den ich eigentlich schon bei Felsberg hätte einschlagen sollen. Zu verführerisch war da der EVA 15 gewesen. Ich fädele mich daher über einen Feldweg entlang der EMS Chemie darin ein. Etwas steiler die Sache, aber durchaus noch fahrbar. Damit ist nun auch endlich klar, wohin die Reise gehen soll. Der Bernardino-Pass ist angesagt.